meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute gibt es den allerersten Teddy-Haul auf meinem Kanal. Ich muss ehrlich sein, eigentlich war gar nicht mein Plan, ein Haul dazu zu drehen. Aber ich war das erste Mal heute bei Teddy, nachdem ich ganz schön viele Teddy-Hauls auf YouTube gesehen habe. Und ich dachte mir, ich muss da einfach hingehen. Und ich war so begeistert, ich hätte da drin wohnen können, ich hätte einfach da bleiben können. Irgendwann musste ich mich wirklich zusammenreißen und sagen, okay, heute kaufst du nicht so viel. Ich habe trotzdem über 50 Euro ausgegeben. Und ja, weil ich bin eigentlich dahin gegangen, noch für meine Osterbastelei, die es auch auf meinem Kanal bald zu sehen gibt, was zu kaufen und Osterdeko und alles. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ein Fan. Nachdem ich ja schon mein Action-Haul auf meinem Kanal hochgeladen habe, wo ich nicht so begeistert war. Also Action ist wirklich so gar nicht mein Ding. Aber Teddy umso mehr. Bevor ich weiterrede, Entschuldigung, dass wenn ihr Geräusche hört, das ist wieder mein Hund. Der geht hier spazieren. Und ja, also, wie ihr merkt vielleicht, ich bin wirklich begeistert von Teddy. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da war. Ich war jetzt so eigentlich eher für Ostern einkaufen. Aber ich werde definitiv nochmal dahin gehen, um vielleicht noch Bastelsachen zu kaufen und so weiter. Da gibt es wirklich alles. Und ja, wir fangen einfach an. Ich blende euch die Preise immer hier irgendwo ein und dann geht's los. Ich stelle die Tasche mal auf den Boden, damit ich Platz auf dem Tisch habe. Und als allererstes fange ich an mit Fensterbildern. Ich liebe Fensterbilder, meine Mama auch, meine ganze Familie. Wir haben immer Fensterbilder zu jedem Feiertag sozusagen. Und hier habe ich jetzt ganz viele Fensterbilder gekauft. Die haben jeweils 1 Euro gekostet, das kann ich euch so schon sagen. Steht auf der Verpackung drauf. Dann habe ich hier einmal so eine Ostereier mitgenommen und so ein Osterkörbchen hier unten. Ich finde, die sehen richtig, richtig süß aus. Dann einmal hier so ein Osterhäschen. Die sehen auch echt süß aus. Und was ich richtig toll und süß finde, sind diese hier. Ich finde, sieht so niedlich aus und so. Ich kann schon gar nicht mehr abwarten, die an mein Fenster zu kleben. Und eine Sache, die ich auch richtig niedlich finde, sind diese Küken hier. Also die standen gleich an dem Eingang von Teddy und die mussten einfach mit. Die sind so süß, wirklich. Also sowas Süßes habe ich noch nie gesehen. Und einfach mal für 1 Euro. So, und als nächstes habe ich hier noch eine Ostersache. Und zwar so ein süßes Osterbeutelchen. Ich hoffe, ihr seht es gut. Das hat auch so süße Ohren hier. Die kann man so, das ist sogar mit Draht, die kann man extra so hochklappen, dass die auch wirklich oben stehen bleiben. Es ist einfach so niedlich. Und hier steht nochmal eine Schrift drauf, Happy Easter. Und dann kommt zum nächsten, und zwar einfach hier so eine Schwemme. Da sind wir dran vorbeigelaufen und haben gesagt, okay, komm, wir nehmen die mit. Auch für 1 Euro. Ich muss sagen, wenn halt auch alles so 1 Euro kostet und trotzdem aber gut aussieht und eine gute Qualität hat, dann ist man halt echt dazu geneigt, dass man das einfach mitnimmt. So, und dann geht es weiter mit Ostern. Und zwar dieses süße Hasenmädchen. Das sah wirklich auch so niedlich aus. Ich glaube, ich werde niedlich auch noch 10 Mal in diesem Video sagen, aber das ist wirklich so süß. So, jetzt kommt weiter noch mehr Osterdeko. Und zwar habe ich hier einmal noch diese 3 süßen Osterhäschen, die eine Girlande halten, wo Ostern draufsteht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo ich das alles hinstellen will, aber ich musste das einfach alles mitnehmen. Dann gibt es hier noch so ein kleines Osterhäschen mit so einem Ei und so einer Feder. Sieht auch echt süß aus. Und das, ich finde, es sieht auch irgendwie echt besonders aus. Dieses Häschen auch mit einem Ei und ein bisschen Stroh als Schleife. Auch echt süß. Als nächstes habe ich hier 2 Sachen mitgenommen, die haben mich auch einfach angesprochen. Und zwar haben wir ja keinen Garten oder keinen Balkon. Und manchmal würde ich einfach gerne Blumen kaufen, um sie auf meinen Balkon zu machen oder so. Aber habe ich ja nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme das einfach mit. Und zwar sind das so kleine Töpfchen. Und da sind einmal Lavendelsamen drin und einmal Glücksklee. Und ich denke mir, das kann man einfach so in die Küche stellen. Und damit man auch ein bisschen so was Blumiges zu Hause hat und das Gefühl hat irgendwie, ja, dass einfach mal ein bisschen was Schönes, Blumiges zu Hause hat, obwohl man keinen Balkon hat. Das gab es auch in länger, wo dann so Gemüsesamen drin waren und so. Damit konnte ich jetzt nichts anfangen, aber darüber freue ich mich wirklich und bin gespannt auch, wie lange das dauert, bis die ersten Lavendelblümchen da rauskommen. Und dann habe ich auch, das ist dann auch für meine Osterbastelei, da werdet ihr noch sehen, was ich damit mache,
habe ich einfach hier so Ostergras mitgenommen. Da habe ich extra gewartet, bis ich zu Teddy gehe, weil ich mir schon dachte, dass ich das da auf jeden Fall finde. Ja, hat auch nur 1 Euro gekostet. Ist ja eigentlich auch ein 9-Euro-Laden. Und dann habe ich hier so ein süßes Ding. Ich weiß wirklich nicht, wo ich das hinhängen soll. Wir haben zwar immer an unserer Wohnungstür immer passend zur Jahreszeit ein Kranz, aber da ist jetzt schon einer für den Frühling. Ich weiß noch nicht, wohin damit, aber das war so niedlich, dass ich das einfach mitnehmen musste. Wirklich so süß mit diesem Vogel und willkommen. Das ist ja nicht nur Ostern, das ist ja generell Frühling. Und ja, also fand ich echt super toll. Und dann mal sehen, gucken, ob wir noch mehr Ostersachen hier haben. Ja, wir haben noch 2 Ostersachen. Und zwar... Nee, eigentlich müsste mehr als 2 drin sein. Kleinen Moment. So, und zwar habe ich einmal das hier mitgenommen. Ich sag euch, ich habe auch hier keine Ahnung, wohin damit. Aber musste ich einfach mitnehmen, weil es so süß aussieht. Und dann habe ich hier noch 2 mini kleine Figürchen mitgenommen. Und zwar einmal hier so ein Häschen mit so süß, also so ein weißes Häschen und dann so richtig mit süßen Blumenkranz an den Ohren und einer Blume in der Hand, also in der Pfote. Wirklich so süß. Und dann hier einmal ein Osterhäschen mit so einem Federpuschel um Hals und auch ein Osterei in der Hand, in der Pfote. Und das war es, glaube ich, jetzt mit Ostern, aber ich habe nicht nur Ostersachen gekauft. Und zwar habe ich auch an Weihnachten gedacht. Da gab es dann so ein, ja, nochmal so ein Bereich, wo alles nochmal billiger war. Und ich stand da und habe gesehen, dass diese Geschenktütchen alle nur 10 Cent gekostet haben. Also die haben 1 Euro gekostet, waren so 90 Cent reduziert. Und ich dachte mir, okay, nein, ich muss die mitnehmen. Ich fand die einfach so süß. Meine Mama hat mich ein bisschen komisch angeguckt, aber ich habe gesagt, ich muss die mitnehmen. Und wir haben, und dann haben wir hier einmal diese Tüte, dann eine etwas größere mit süßen Pinguinen drauf. Dann so eine, wo drauf steht, Let it snow, happy holidays, in Glitzer und mit einem Eisbären drauf. Hier ist, doch, da unten ist Glitzer, stimmt. Und dann einmal hier ein, mit einem kleinen Weihnachtsmann. Einfach so eine ganz schlichte. Und hier nochmal eine schlichte Tüte. Und man sieht richtig hinten, da sind irgendwie gefühlt 5 so eine Aufkleber. Es war erst 1 Euro, dann 50 Cent, dann 40 Cent, immer weiter runtergesetzt. Auf jeden Fall bin ich schon ausgestattet für Weihnachten. Nächstes Weihnachten werden alle meine Familienmitglieder ihre Geschenke in Geschenktüten kriegen. Dann habe ich hier eine kleine Sprühflasche mitgenommen. Das brauche ich auch für meine Osterbastelei für meinen YouTube-Kanal. Und eine Sache, die ich auch richtig cool fand. Ich habe schon lange so nach Farbe gesucht. Halt, damit ich nicht Tusche benutzen muss. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe jetzt hier 7 Farben mitgenommen. So eine Acrylfarben. Für jeweils 1 Euro. Und da sind so schöne Farben dabei. Ich habe einmal hier so Metallic Rosa. Dann habe ich hier so ein so eine Glitzer-Silberfarbe. Und dann habe ich einmal ganz schlicht weiß mitgenommen. Weiß geht immer, dachte ich mir nämlich auch mit, wenn ich schon mal da bin. Und dann habe ich 4 super schöne Pastellfarben geholt. Ich liebe Pastellfarben. Und ja, da habe ich einmal rosa, lila, grün und blau genommen. Und wenn ihr mal seht, die sind so schön. Ich freue mich schon richtig, die zu benutzen. Ich kann es kaum abwarten. Ja, jeweils 1 Euro. Und dann habe ich auch nochmal... Oh, hier ist noch eine. Ich habe 8 gekauft. 3. Ich habe nicht 7 gekauft, ich habe 8 gekauft. Und zwar habe ich hier noch einmal auch mit Glitzer so ein Bordeaux-rote Glitzer-Acrylfarbe gekauft. Das war es aber mit den Farben. Und dann habe ich noch ein neues Pinselset mitgenommen, weil ich nur einen Pinsel habe. Und wenn ich schon neue Farbe habe, brauche ich auch neue Pinsel. Dann habe ich einmal Luftballons mitgenommen. Da könnt ihr gespannt sein. Die brauche ich auch für meine Osterbastelei. Und was haben wir hier noch? Achso, ja, da mussten einmal neue Batterien mit. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Müllbeutel für diese kleinen Eimer. Und dann habe ich hier noch eine Sache mitgenommen.
Und zwar sind es 4 Deko-Anhänger, auch für 1 Euro. Und ich fand, dass sie auch so süß aussahen. Die werde ich auf jeden Fall basteln und irgendwo hinhängen. Die sind wirklich so süß. Und ich kann euch eins sagen, das war noch nicht mal alles. Ich hätte noch mehr kaufen können. Ich hätte das Doppelte ausgeben können. Aber wohin mit dem ganzen Zeug, ist die Frage. Deswegen ist die Tüte jetzt leer. Das war's mit dem Teddy Haul, mit meinem ersten Teddy Haul auf dem Kanal. Und ich kann euch eins sagen, es wird nicht der letzte gewesen sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde es ja auch mal interessieren, ob ihr auch so gerne zu Teddy geht. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich sagen, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!